Okay, Leute, wir haben bei solchen Quizzes ja schon einiges geraten. Die Killcounts, wir haben geraten das Alter, wir haben schon die ganzen personellen Informationen geraten, auf was für ein Charakter das zutrifft. Diesmal geht's um die Größe. Warum die Größe? I don't know. Es gibt Quizzes dafür. Also schätzen wir einfach mal, wer größer ist und letztige. Wir pausieren aber natürlich auch, will ich schon mal ganz klar dazu sagen. Let's play Guess Who Is Taller Rules. There are 5 seconds per question. There's one per question. Thank you for having the road so long. Then you must decide who you think is taller. Think fast. No, I will stop. Achso, ja, Escanor. Ja, okay, dann muss ich nicht stoppen, weil würde mich sehr wundern, wenn Escanor... Ja, also, was sagst du für den Vergleich? Megumi. Ja. So knapp, okay. Ich dachte irgendwie, da wäre mehr Unterschied. Piccolo. Bis jetzt ziemlich easy. Hoffentlich kommt da nochmal mehr Difficulty, weil Ichigo ist klarerweise größer. Das ist schwer. Ich sag Tanjiro. Das war schwer, ja. Light. No diff. Ja. No diff. No diff. No diff. Ich glaube Saitama, aber das könnte knapp sein. Oh mein Gott, das ist ein Troll. Das ist ein Troll. Ja, sage ich doch, könnte knapp sein. Deku. Ziemlich sicher sogar, oder? Ja, okay, war doch ein bisschen knapper als gedacht, aber... Also okay. Ich würde sagen Mikasa. Kommt aber halt auch drauf an, was für eine Sakura. Ich schätze einfach mal die gerade auch eingeblendet ist. Wäre sonst auch unfair des Todes. Vegeta ist klein. Ich würde sagen Vegeta trotzdem. Oh, fuck. Ich hätte gedacht, Vegeta wäre ein bisschen größer. Gintoki würde ich sagen. Auch wenn Goku auf jeden Fall viel größer ist als... Oh, auch knapp. Jetzt wird es auf jeden Fall schwierig. Joseph, safe, oder? Safe. Also das ist, glaube ich, nicht knapp. Okay. Ich würde Yato sagen. Ja, okay, dachte ich mir. Wäre weird gewesen, wenn es andersrum wäre. Zoro, safe call. Safe call wahrscheinlich jetzt kennen. Oh mein Gott, das war wirklich knapp, holy shit. Ich würde Yusuke sagen, aber könnte auch Natsu sein. Ich wusste nicht, dass es Draws gibt, aber okay. Oh, das war schon das Video. Ja, das war's dann wohl schon. Ich schau mal ganz kurz, ob wir vielleicht noch irgendeinen Quiz schnell rein werfen können. Weil das war wirklich sehr, sehr kurz. Oh mein Gott. Was ist ja? Oh, was ein Wunder, da ist noch ein Video aufgetaucht. Holy shit, crazy. Wow, was? Let's go. Gehen wir mal rein. Junge, wie kurz war das Video? Wie kurz war das Video? Das war einfach nur 2 Minuten lang. Das war einfach nur 2 Minuten lang. Was soll das? Ich bringe doch keine 3-Minuten-Videos auf meinem Kanal. Jetzt aber nicht die gleichen Charaktere, oder? Jetzt aber nicht die gleichen Charaktere, oder? Ja, ist okay, Bro, ist okay. Jetzt bekommen wir was Neues, sehr gut. Ich würde sagen... Boah, ich würde sogar Eri sagen. Let's go. Als ob Anya noch nicht mal 1 Meter groß ist. Okay. Boah, ich würde schon Gojo sagen eigentlich, oder? Hätte ich jetzt schon geschätzt. So auf Noob-Basis. Book is IQ, Decker. das ist ziemlich easy, der Beast-Titan, hä? Bin ich dumm gerade, oder? Der Beast-Titan ist doch um... Ja, eben. Denke ich mir, hä? Ich würde sagen Broly. Könnte aber wirklich auch Escanor sein. Okay, hätte ich nicht erwartet. Also hätte ich schon erwartet, dass es sein könnte, aber dass es wirklich ist? Okay. Sasuke, würde ich sagen. Sasuke. Vor allem der Sasuke, der gerade eingeblendet ist. Todoroki ist doch nicht größer als Sasuke. Ich würde Killua sagen, oder? Kommt halt auch wieder drauf an, was für ein Ray. Okay. Ist aber fein, haben wir. Ich würde sagen, der Colossal Titan.
ziemlich easy, würde ich das eigentlich sogar sagen. Liege ich da wieder komplett falsch, oder? Anscheinend, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist klar, Goku. Das hätte ich auch undessen gewuscht, dass wir das schon dran hatten. Nicht im gleichen Pairing, aber... Junge, Todoroki ist größer als Goku? Ich würde Bahn sagen. Der Draken ist doch nicht größer als Bahn, oder? Oder? Okay, denke ich mir ja. What the fuck? 1,85, aber auch riesig für sein Alter. Ich glaube, das gab es sogar in Haikyuu kurz mal. Und da hat Hinata, glaube ich, geflext, dass er ein bisschen größer ist als Nishinoya, oder? Ja, haha. So nämlich. Ich würde Totoro sagen, eigentlich. Aber der Style ist halt auch komplett verschieden von den beiden Werken. Dass ich es ehrlich nicht einschätzen kann. Ja, alles easy. No diff, no diff. Nie Problem gehabt in dem Spiel. Ich würde Rem sagen. Eigentlich ziemlich sicher, oder? Vielleicht täuscht das Ganze hier auch einfach hart, ne? Okay. Ist aber knapp. Ich hätte wirklich gedacht, das wäre mehr ein Unterschied. Ich würde Ryuk sagen. Ja, das ist auch endlich mal ein Quiz, wo man wirklich genug Zeit hat, auch zum Überlegen während der Zeit, die eingeblendet ist. Poro ist 3 Meter groß? Okay. Darf ich sagen, ziemlich sicher? Weil jedes Mal, wenn ich das bislang gesagt habe, habe ich irgendwie gefailed, also habe ich ein bisschen Angst. Okay, denke ich mir. Chopper mit Hut auf jeden Fall größer. Ich würde auch generell sagen, Chopper größer. Könnte aber echt knapp werden. Okay. Ist gar nicht mal so knapp gewesen. Naruto. Ziemlich sicher, Naruto. Ziemlich sicher. Ruffy ist größer. Okay. Ich würde Mount Lady tatsächlich sagen, aber sind halt beides Riesen, das ist halt schwer abzuschätzen. Nee, easy, no diff gewesen. Wäre komisch, wenn Minita nicht größer wäre. Wäre komisch, finde ich. Minita ist 1 Meter groß nur? Und Takemichi ist größer als Mikey, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die beiden sieht man ja auch oft nebeneinander. Und Mikey ist ja ein ziemlicher Zwerg. Nur 3 cm? Ich hätte wirklich geschätzt, irgendwie Takemichi wäre jetzt so 10 bis 20 größer. Katakuri würde ich eigentlich auch sagen, no diff, aber das ist schwieriger auf jeden Fall als das letzte Quiz, just saying. Okay, denke ich mir. Das ist hart. Ich habe es mir halt nicht gemerkt vom letzten Quiz. Ich würde Tanjiro sagen. Ich würde Tanjiro eigentlich ziemlich sicher sagen, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es andersrum ist. Okay. Jedes Mal, wenn ich mir ziemlich sicher bin, bin ich mir dann im Endeffekt dann doch nicht so sicher. Boruto ziemlich sicher größer. Darf ich ziemlich sicher überhaupt noch sagen? Ist das sonst irgendwie cursed schon? I don't know. Das ist so cursed. Ich darf nie wieder sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin bei so einem Quiz. Natsu. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher, Natsu. Ich würde sagen, das wäre ein Draw eigentlich. Sind nicht beides 15 Meter? Wenn ich mich für einen entscheiden muss, würde ich Female sagen. Female ist 40. Ich dachte, die wären beide 15 Meter Kategorie. Aber okay. Tengen, no diff? Ist das schon wieder zu cocky von mir, no diff zu sagen? Okay, ich wäre echt erschüttert gewesen. Ich gehe mit Emma, weil Ray war schon viel größer als erwartet. Tatsumaki ist ja auch so 1,30, 40 oder so. Junge, warum sind diese Kinder größer als 90% aller erwachsenen Anime-Charakteren? Und Komamura würde ich sagen. Junge, Komamura ist doch locker 2,50 Meter und Panda so 2,10 oder so. Würde ich jetzt schätzen. 2,80 sogar, okay. All Might in seiner Buffed-Form würde ich schon sagen, ist größer. Boah, Komi kenne ich nicht so gut, aber ich würde von dem, was ich von ihr gesehen habe, sagen, Komi ist größer. Aber auch nur ein bisschen. Okay. Ja, mag ich nicht den Anime. Ich würde sagen, Rin.
Größer als Young Thorfinn, glaube ich schon. 20 Zentimeter sogar. Oh, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich würde Shiro sagen, ist Kana nicht irgendwie so ein Meter oder so? Oder bin ich wieder komplett lost? Okay, 1,20 gegen 1,40. Ich würde eigentlich sagen 1 no-diff, weil 1 weiß ich, dass er größer als 2 Meter ist. So 2,50 würde ich schätzen. Ja, weiß ich nämlich. Was? Warum hatte ich gerade so hart in meinem Kopf, dass 1 Minimum 2 Meter groß ist? 1 wirkt zu riesig. Und mir kommt wirklich so vor, als wäre der Fakt irgendwie in meinem Kopf. Egal, ja, das ist wieder ein L gewesen. Ist okay, Rimuru ist größer, sonst... Wenn Rimuru nicht größer ist, verkaufe ich hier mein Gesicht auch noch. So nämlich. Nachdem das mit 1 eh schon peinlich war. Dio ist größer. Wenn Dio nicht größer ist, dann ganz weird. 1,90 würde ich Dio schätzen. Musan 1,70. Ziemlich close, just saying. Yuji ist so viel größer. Yuji ist minimum 20 cm größer. Gib mir gar keinen Deku hier. Ich will Deku gar nicht sehen. Gab's jetzt keine Auflösung? Ey, perfekt. Sagen wir einfach, ich hatte recht. Das Quiz war ehrlich gesagt ein bisschen weird mit dem, wer größer ist. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich mag solche Quizzes einfach. Schreibt mir gerne eure Meinung rein. Schreibt mir gerne auch rein, ob ihr mehr Punkte weniger erreicht habt als ich, wenn ihr überhaupt mitgemacht habt. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh mein Gott, hoffentlich bin ich nächstes Mal nicht mehr krank.